Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. So, gerade frisch eingeloggt. So, ich klicke jetzt hier mal alles weg, was so aufploppt. Dann seht ihr das mal, was so alles auf einen einprasselt. Das hat nämlich schon in der Vergangenheit, ist einfach so süß, für Kritik gesorgt. Kann ich auch verstehen, weil es ist schon einiges, was da kommt. Ich bin echt am Überlegen, ob ich den kaufe. Ich habe jetzt im Moment knapp 19 Euro. Das heißt, 3 Euro müsste ich drauf zahlen. Leute, schreibt es mir. Soll ich mir Cupid kaufen? Ich finde den schon sehr, sehr süß. Lass uns gleich mal im Spiel gucken bei den Bildern. Da sieht man ja so eine kleine Vorschau, was man da für Farben erwarten darf, auch wenn wir die Pferde nicht so uns angucken können, wie hier in dem Vorschaufenster, was ich mir nach wie vor wünschen würde. Können wir da ja sehen, was uns für Farben erwarten würden bei Cupid? Also schauen wir mal. Und ihr habt mir geschrieben, das eine Pferd, was mir so extrem gut gefallen hat jetzt letztens, ist ein National Show. Und das soll wohl das Pferd sein, eines der Pferde, was als nächstes hier mit reinkommt in das hier. Ja, da ist es drin. National Show. Wie viel fehlt mir denn da? 9 von den blauen, einer von den grünen, von den roten haben wir mehr als genug. Dann muss ich mal gucken, ob ich das hinbekomme. Da kriegen wir 3 von den grünen, von den Smaragden, wenn wir das einen Tag hier besetzen. Das darf mal Alfie machen. So. Und hier für das National Show. Da haben wir ja auch noch National Show. Wir haben ja genug davon. Da kriegen wir da schon mal 2 blaue rein. Und hier kriegen wir ein blaues rein. Können dann auch direkt unsere National Shows übernehmen, hätte ich gesagt. So, dann kriegen wir hier nämlich schon mal 4 rein. Dann fehlen uns dann noch 5. Und wenn wir bei dem anderen, ja, das kriegen wir hin, Leute. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir easy zusammen, das National Show. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was es für Werte hat tatsächlich. So, das hier ist gleich schon abgeschlossen. Die Pferdeerkennung, die Aufgaben gehen nämlich mega schnell. Die kann man aber halt nur machen, wenn man schon Pferde der Rasse hat. Aber das ist so ein Tipp von mir hier mal an der Stelle. So, das ist auch wieder eine halbe Minute. Da haben wir die nächsten 3, dann sind wir schon bei 16. Ja, Leute, das haben wir doch schnell abgeschlossen. Dann können wir uns das National Show T4 legendär holen. Weil das hat mir sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich. Das fand ich sehr, sehr hübsch. Dabei ist es nicht mal die Rasse hübsch. Haha, schon wieder ein Flachwitz. Ja. Gut. Oder nicht gut. Je nachdem. So. Anfordern, zack. Das dauert so lang. Was ist denn da los? Aufwachen, Spiel. So, mehr können wir hier nicht mehr machen. Aber ja. Es fehlen halt nur noch 4. Genau. Ach, kriegen wir zeitig hin. Das hier kann ich leider nicht machen, da ich kein Pikachu, da ich kein Jütländer habe, aber das ist kein Problem. So, hier sammeln wir jetzt noch die Rezepte ein. Ding, ding, ding. Ein Fiona Derby. Oh, Ritter haben wir noch einmal bekommen. So, Rezeptur. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Fiona Derby. Zack, freigeschaltet. Jetzt können wir das auch züchten. Müssen wir gleich mal gucken. Ich wollte ja eh noch schauen, wie man das denn dann züchtet. Ah, Leute, jetzt wurde auch das zurückgesetzt. Jetzt ist es zurückgesetzt worden. Genau. So. Wisst ihr jetzt schon, wenn ihr die letzten Folgen gesehen habt, ich nehme jetzt gerade am Donnerstag auf, im Voraus für heute, für Montag. So. Jetzt lasst uns mal gucken. Exklusives Pferd. Nee, erstmal will ich noch was anderes gucken. Was wollte ich denn gucken? Oh, Leute, ich bin schon wieder verwirrt. Ich weiß nicht mehr, was ich noch gucken wollte. Ach, das gibt's doch nicht.
Oh Mann. Oh ja, hier kann ich auch bald nochmal Geschenke freischalten. National Show. Was hat das denn nochmal für Startwerte? Auf 3, wenn wir es gerade frisch gezüchtet haben. Geschwindigkeit ist leider sehr niedrig beim National Show. Das ist natürlich tragisch. Springen, das was eigentlich am leichtesten zu trainieren ist, ist am höchsten. Und es wenn Tasso auf 3. Es ist so hübsch. Naja, aber was ich noch gucken wollte. Ach nee, hier, natürlich. Gehört es zu den exklusiven Pferden? Ja, ne? Voilà, da wollte ich nicht hin. Das Amor. Der Drache ist auch cool. Also Drache könnte auch sehr hübsch aussehen. Regenbogen. Nee, ich wollte jetzt aber erstmal, bevor wir danach gucken, das goldene Pferd da. Freue ich mich auch drauf, wenn das wieder reinkommt. Nordlicht hoffe ich auch, dass es wieder reinkommt. Das hatte ich halt schon mal gesagt. Venus ist auch irgendwie cool. Wo ist es? Da, Fiona Derby. Wenn Tasso und Spinell Feenpferd. Okay. Gut, die Farben sind jetzt nicht so super mega Sonderspecial. Aber als ich es gesehen habe, fand ich es ganz süß. Und ich glaube nach Cupid, das hier ist auch hübsch. Lebkuchen. Wenn mir aber auch die erste Farbe wieder am besten von. Wie so oft. Blumenfee. So, Amor. Ja, da gefällt mir, glaube ich, auch wieder 1 und 2 am besten. Leute. Warum gefällt mir eigentlich immer hier, warum gefallen mir meistens die Standardfarben am besten? Es ist ein Trauerspiel. Hier, Komet auf Stufe 3. Der wäre auch definitiv was für mich. Wann ist denn Komet reingekommen? Wann haben wir denn eventuell die Möglichkeit, Komet wiederzubekommen? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mir da vielleicht mal eure Einschätzung schreibt. So, ach ja, hier haben wir immer noch den Achaltekina. Ja. Ach ja, doch, hier können wir ja so tauschen. Hier habe ich ja noch ein bisschen Platz. Kommt erstmal Belial weg. Iris. Finde ich, passt nicht so zu der Farbe. Goldi. Meine erste Reitbeteiligung hieß Goldi. Die war zwar eigentlich ein Dunkelfuchs, der Name passte also zumindest farblich gar nicht, aber sie war vom Charakter her, war sie ein echtes Goldstück. Also die war echt lieb. Die war super süß. Sie war nur sehr, sehr, sehr unangenehm zu reiten. So, das gebe ich jetzt mal auf. Da die einen Hahnentritt hatte. Das heißt, sie hat ein Bein immer besonders hoch untergehoben. Die war auch schon ziemlich alt. Die war schon über 20, war ansonsten noch fit bis auf den Hahnentritt. Es wurde dann auch besser, wenn sie sich erstmal so ein bisschen eingegroovt und eingelaufen hatte. Aber ja, der Trab war immer, immer grundsätzlich unbequem auf ihr. Oh, guck mal, schön ist sie, oder? Ich finde die nämlich total toll, die Achaltekina. Deswegen habe ich mich so mega gefreut, dass es endlich geklappt hatte, mit dem T4 Achaltekina. Also mega. Da würde ich jetzt auch, glaube ich, weiter versuchen zu züchten und, ja, die Hoffnung haben, dass es vielleicht mit einem Hengst klappt. Gucken wir doch mal, testen wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Die sind, soweit ich hier weiß, genau, Sea Cookie, die müssten nämlich alle beide hier sein, in der Oase. Und da ist Clementine. So, 56.000 Gold. Schweineteuer. Aber gratis Video.
Und weiter geht's. 26%ige Chance ist jetzt zwar auch nicht riesig, aber hey, die Chance ist da. Und es leckt. Funktioniert! Ich habe zwar nicht geguckt, ob es eine Stute oder ein Hengst ist. Es ist ein Hengst! Oh mein Gott, wie viel Glück kann man denn bitte haben? Oh mein Gott, ist das nice! Oh Leute, ich freue mich. Denn jetzt haben wir die 100%ige Chance auf T4 Erhaltekiner, wenn wir die beiden miteinander verpaaren. Das heißt, wir können die absolut besten Erhaltekiner züchten. Und im Endeffekt können wir die dann auch trainieren und weiterverkaufen. Weil je höher die Stufe eines Pferdes, desto mehr Diamanten bekommt man natürlich auch für den Verkauf. Klar, die Aufzucht ist auch teurer, aber es ist im Endeffekt auch ein ganz gutes Mittel, um Diamanten zu verdienen mit der Pferdezucht. Und ja, da würde ich halt immer die Pferde, die jetzt nicht so viele Verbesserungen bekommen beim Aufleveln, die würde ich dann halt verkaufen und zu Diamanten machen. Gut, ihr Lieben, was ein mega Abschluss dieser Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.